Hallo und willkommen bei SmallPart, interaktive Videoeinsatz in Lerneinheiten. Heute werde ich Ihnen ein bisschen über SmallPart erzählen, wie man das Ganze einsetzt, wozu es gut ist, was überhaupt SmallPart ist. Ein kleiner Ablauf. Wir fangen erst mit Schulunterricht und Videos an, um einen kleinen Einstieg zu haben in das Thema. Dann gehe ich und erkläre Ihnen, was SmallPart ist. Welche Potenziale von SmallPart ausgehen, wie man es einsetzen könnte. Dann habe ich ein paar Anwendungsbeispiele mitgebracht, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, damit Sie näher mit SmallPart sich vertraut machen können und Einsatzgebiete von SmallPart bessere Vorstellungen davon bekommen. Und dann zeige ich Ihnen, wie SmallPart aus Sicht der Lehrenden aussieht, sodass, wie können wir das Ganze einsetzen. Schulunterricht und Videos. Bedeutung von Videos im Schulunterricht. Ich habe Ihnen hier eene Befragung der Bertelsmann-Stiftung mitgebracht, aus dem sie herausstellt, dass am häufigsten verwendete digitale Lernmaterial Videos sind. Und gleichzeitig sehen wir auch zweite Balken vom rechts, dass Lernplattformen vom 1/3 der Teilnehmenden in ihrer Lehre, in ihrem Unterricht eingesetzt werden. Mit Hilfe von SmallPart können wir beide diese Fälle, also Lernplattformen und Lernvideos, miteinander verschmelzen. Und zwar auf eine innovative Art und Weise, sodass positive Aspekte beider Elemente, beider Seiten zutage kommen und gefördert werden. Wenn wir von Schulunterricht und Videos sprechen, müssen wir die Rolle von Kontakt und Kommunikation uns einmal genauer angucken. Ich habe das Unterrichtsverfahren nach Aschers Leben mitgebracht. Diese teilt sich in Verfahren, Aktionsformen, Kommunikation und soziale Formen. Bei Verfahren haben wir das Darbietende, Fragend, Entwickelnde, Erarbeitende und Entdeckend Offene. Das spiegelt sich in Aktionsformen wie Lehrervortrag, Lehrgespräch, Unterrichtsgespräch, Schülergespräch. Wenn wir die Kommunikation darlegen, sehen wir, wie die Kommunikation stattfindet. Die Pfeile zeigen, von wem die Information ausgeht und wer der Empfänger ist. Information ist. Also das heißt, wenn wir von Sender-Empfänger sprechen, wer sendet, wer empfängt, wer ist Konsument. Und man kann natürlich das Ganze auch in sozialer Form unterscheiden, Frontalunterricht und Gruppenarbeit. Wenn wir die rechten und linken, also die äußersten Bereiche angucken, sehen wir, dass in diesen beiden Fällen kein Rückkanal vom Lehrkraft oder zum Lehrkraft oder zur Lehrkraft notwendig ist. Im darbietenden Bereich sendet der Lehrer die Information heraus, gibt einen Input und Schülerinnen und Schüler empfangen das Ganze. Beim entdeckenden offenen Bereich findet die Kommunikation innerhalb der Gruppe statt. Die Lehrerin und der Lehrer steht draußen und haben eine passive Rolle. Hier kann man es leicht sagen, dass der darbietende Bereich der Lehrer oder die Lehrerin durch ein Medium ersetzt werden kann. Das heißt, man kann ganz einfach ein Video verwenden in diesem Falle, um diese Inputphase zu bestreiten. Der Lehrer muss nicht oder die Lehrer muss nicht immer wieder dasselbe sagen, es reicht, wenn man ein Video hat. Bei dem entdeckenden Offenen ist es ein bisschen komplizierter. Da könnte man ein Medium reingeben als Input. Aber die Schülerinnen und Schüler müssen in der Gruppe miteinander kommunizieren können. Beim anderen, bei Fragen entwickeln, also wenn es um Lehrgespräch oder Unterrichtsgespräch geht, da ist es schon schwieriger. Hier ist ein Rückkanal zur Lehrkraft sehr notwendig. Ohne kann diese Aktionsform gar nicht zustande kommen. Das heißt, der Lehrer oder die Lehrerin ist nicht nur Sender, diese sind auch gleichzeitig auch Empfänger. Das heißt, sie brauchen einen Rückkanal. Nun, wenn man eins und eins quasi zusammenzählt, merkt man, das Video hat hier ein Problem, denn das Video kann mir keinen Rückkanal liefern. Was wir mit SmallPart machen, ist hinzugehen und analog die benötigte Kommunikationsstruktur zu ermöglichen, sodass wir das Medium Video in Kombination mit SmallPart in allen vier verschiedenen Verfahren einsetzen können. Nun, wir haben schon das vorhin angesprochen. Das Medium hat durchaus Vorteile, also auch Nachteile. Hier fange ich direkt an mit den Vorteilen.
So ist zum Beispiel aus der Nutzerperspektive gesehen ein Vorteil, dass es on demand ist. Das heißt, ich kann es abrufen, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Ich kann es individuell steuern. Ich bin ortsunabhängig und damit auch das Schöne ist, was AHA-Regeln betrifft, unkritisch unterwegs. Auch Vorteile für Dosierenden gibt es da. Natürlich, wir können es einmal gedreht, immer wieder verwenden. Das heißt, wir müssen nicht immer wieder dasselbe machen, sondern einmal erledigt. Es ist apersonell, das heißt, ich kann Videos und Materialien, die gedreht wurden, erstellt wurden, von anderen Kollegen benutzen oder auch denen zur Verfügung stellen. Es ist ein vollständiges Original, das heißt, ich kann jederzeit zurückgehen und das Ganze angucken. Und wenn Fehler drin sind, kann ich die auch beheben. Darum ist es auch gleichzeitig fail-safe. Das heißt, ich kann Revue passieren lassen und genau weiß, wann, wo, wie, welche Fehler drin waren. Es ist natürlich auch wunderbar, um ein Flipped Classroom-Konzept zu ermöglichen. Gleichzeitig hat das Medium ein paar Problemfelder. Hier sei zum Beispiel gesagt, wie immer, die Kommunikation. Es ist unidirektional, nicht interaktiv. Die Produktion Schnitt ist sehr aufwendig. Man ist unflexibel in Bezug auf Änderungen. Und wenn das Medium einmal erstellt ist, können die Nutzer es nicht bearbeiten. Nicht ohne weiteres. Und es fehlt auch eine gewisse Kontrolle aus Sicht des Lehrkrafts. Aus Lehrendensicht wissen wir nicht, wie sind sie mit dem Medium umgegangen. Es fehlt uns Nutzerstatistiken. Es fehlt uns auch eine Transparenz in der Nutzungsart. Wo haben sie es benutzt? Wie haben sie es benutzt? Wofür haben sie es benutzt? Das können wir einfach mit dem Medium Video nicht erfassen. Nun, Einsatzszenarien im Schulunterricht. Wir haben gesehen, dass das Medium durchaus Vorteile als auch Nachteile hat. Und ich würde Ihnen gerne hier zeigen, wie man diese Nachteile und Vorteile minimiert oder maximiert. Da habe ich dafür tägliche Aufgaben auf dem Schulunterricht mitgebracht und zeige Ihnen gleichzeitig die Vorteile, die durch Smallpart entstehen. So zum Beispiel bei Lehrervorträgen oder von Frontalunterricht, wo wir einfach Videos aufzeichnen und als asynchrone Stream in die Quarantäne zum Beispiel schicken oder auch vertonte PowerPoint-Präsentationen oder Lernvideos erstellen, um halt ein Flipped Classroom-Konzept zum Beispiel zu etablieren. In Anbetracht der Probleme und Schwierigkeiten, die das Medium mit sich bringt, kann ich Ihnen sagen, welche Vorteile durch Smallpart jetzt realisiert worden sind. Wir können zum Beispiel Überarbeitungen machen, ohne das Ganze neu zu vertonen. Das heißt, man hat Haarsplan, man hat etwas Falsches gesagt, man muss das Ganze neu vertonen oder neu aufzeichnen. Muss man nicht. Hier kann man durch Smallpart einfach ein Vermerk einsetzen, dass das Gesagte eventuell einen Fehler enthält oder was Falsches gesagt wird, dass das Richtige das und das und das ist. Wie genau das Ganze aussieht, werde ich nachher im Laufe des Vortrags Ihnen vorstellen und zeigen. Zum Beispiel kann man auch hier direkte Zusatzinformationen und Links einbetten in einem Video, um halt Schülerinnen und Schüler das Lernen weiter zu ermöglichen, also darüber hinaus über den Konsum des Videos. Man kann auch Gliederung oder Übersetzung des Videos vornehmen. Man hat ein Video, der auf Englisch ist und man kann das Ganze übersetzt darstellen, weil grafisch ist es wunderbar, nur akustisch ist es aus einer anderen Sprache zum Beispiel. Oder weiterführende oder interaktive Fragen erstellen, um einen Rückkanal zu haben, um zu wissen, wie sind die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema umgegangen. Haben Sie es gelernt? Haben Sie es verstanden? Eine andere Aufgabe wäre zum Beispiel in dem Sinne, dass wir Beobachtungsaufgaben erstellen. Dann benutzen wir Videos als Quellen zur Beobachtung von Phänomenen, von Experimenten und auch oder auch als Sichtung oder Reflexion von Erklärvideos. Und hier kann Smallpart in dem Sinne helfen, dass wir sagen, ja, können Kontrolle und Bewertung von Antworten machen. Wir haben Fragen gestellt und zu der Beobachtung, zu der Reflexion und diese Antworten können wir bewerten. Wir können Analysie und Diskussionen anfragen,
treiben. Das war, man diskutiert und analysiert in Gruppe oder einzeln. Und wir können auch relativ einfach die aktuellen Lernstände sichten bei den jeweiligen Schülerinnen und Schülern. Dann wäre nächste mögliche Aufgabe Versuchsvorbereitung. Videos und Prozessbeschreibung zum Beispiel oder Lernvideos zur Vorbereitung auf einen Versuch oder gar auf Besuch eines außerschulischen Lernortes. Da kann man hingehen und sagen, ja, hier kann ich Prozesserläuterung textualisch dazu schreiben. Ich kann Rückfragefunktionen dazu packen. Ich kann Ergänzungen zu dem Videobild oder das, was im Video gesagt ist, dazu packen. Oder auch Gliederung und Zusammenfassung zu dem Video einzelne Situationen zufügen. Das sind alles mit wenigen Klicks erreichbar. Das heißt, ich muss das Video nicht neu bearbeiten, neu gestalten, neu rendern. Einfach 3, 4 Klicks und da ist das, was ich an Informationen haben will, schon dem Video hinzugefügt worden. Was ist Smallpart jetzt eigentlich? Wir haben viel darüber gesprochen, dass Smallpart helfen kann. Und hier möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über das System geben und fange direkt mit dem Namen an. Smallpart ist ein Akronym zusammengesetzt aus Self-Directed Media Assisted Learning Lectures und Process Analysis Reflection Tool. Diese zwei Begriffe, also die selbstgesteuerte mediengestützte Lernvorträge und Reflexionstool zur Prozessanalyse, beschreiben exakt unsere zwei Extrempunkte, in dessen Bandbreite, die sie aufspannen, wir agieren können. Auf der einen Seite können wir zum Beispiel aufbereitete und strukturierte Lernvideos oder Vorträge zur Nutzung, also selbstgesteuerte Nutzung, zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite können wir unstrukturierte Prozessanalysen als Beobachtungsaufgaben, Eingabe von Kommentaren notwendig sind, einbetten. Das heißt, wir können Medien, die schon didaktisch aufbereitet sind, ohne weitere Probleme zum Lernen anbieten, also auch Medien, die unstrukturiert sind, die keine didaktische Aufbereitung haben, dennoch verwenden und als eine gewisse Beobachtung und eine Reflexionstool, also im Sinne von Reflexion und Prozessanalyse einsetzen. Und in dieser Bandbreite agieren wir. Nun, wie Sie schon wahrscheinlich gesehen haben, ist Smallpart ein Videolerntool. Als Hauptmedium haben wir das Video. Und noch dazu sind wir datenschutzkonform. Also Smallpart agiert datenschutzkonform. Es ist Open Source. Der Quellcode ist offen. Jeder kann es einsehen. Und es ist kostenfrei. Das heißt, Sie können das in einer Eigeninstallation. Eine Eigeninstallation bedeutet, Sie brauchen einen eigenen Server. Viele Schulen haben eins. Smallpart einfach auf dem Server installieren und dann haben Sie das System Smallpart schon. Wir sind Lernplattform-kompatibel. Das heißt, Smallpart lässt sich mit anderen Lernplattformen verbinden. Lernplattformen sind zum Beispiel Ilias, Moodle, OpenOLAT und man kann Smallpart in diese Plattform als Element integrieren, importieren, einbetten, sodass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die in einem Lernplattform lernen, hier sei zum Beispiel Moodle genannt oder Ilias, brauchen gar nicht zu wissen, dass die Elemente von Smallpart sind. Sie benutzen einfach ihre eigene Lernplattform, nur der Lehrer oder die Lehrerin haben das Ganze in Smallpart hinterlegt und haben es dann in dem Lernplattform importiert. Wir können auch YouTube-Videos einsetzen. Smallpart erlaubt es uns, Videos von YouTube zu importieren im System, zu hinterlegen und damit zu arbeiten. Also hier sind wir meistens im Bereich der nicht aufbereiteten Medien oder Lerninhalte unterwegs, so wo man quasi eine didaktische Aufbereitung machen kann oder generell die Aufgabe als ein Video im Sinne eines Reflexionstools oder Prozessanalyse rausgibt. Ich habe im Laufe des Vortrags Ihnen Beispiele mitgebracht, wo wir so ein Reflexionstool oder eine Prozessanalyse ein bisschen zeigen können. Wenn Sie mehr Fragen haben zum technischen System oder wie Sie das Ganze beziehen können, einfach auf smallpart.de gehen, da finden Sie sehr viele Informationen.
Wie sieht Smallpart eigentlich aus, wenn ich damit arbeiten möchte? Wie sieht die Oberfläche aus? Ich habe ein Bild mitgebracht, das die Sicht der Lernenden darstellt. Das Ganze gliedert sich in bestimmten Bereichen. Wir haben hier den Videobereich, wo ich einfach das Video angucken kann und durch das Video steuern kann. Wir haben den Annotationsbereich, wo ich später meine Kommentare eingeben kann. Wir haben rechts oben den allgemeinen Aufgabenbereich, wo eine Aufgabe bezüglich des Videos dargestellt wird. Hier können Lernkräfte beschreiben, was genau gemacht werden muss mit dem Video. Wir haben den Kommentarbereich, wo die Kommentare, die zu dem Video zu passenden Zeitpunkten erstellt sind, gesehen werden. Die sieht man auch als Striche quasi unter dem Video, in der Laufleiste des Videos. Wenn man auf den Kommentar klickt, springt man sofort dorthin, wo es im Video ist, und das Video fängt von dort an abzuspielen. Das ist der Filterbereich, den wir haben. Das ist auch wunderbar, denn wir können hier durch alles durchfiltern. Das heißt, Sie können nach Kommentarfarben durchgucken. Sie sehen, die Striche unter dem Video sind in Weiß, Grün und Rot dargestellt. Sie können auch diese suchen. Je nach Anweisung haben Sie zum Beispiel gesagt, dass Fragen in Rot eingetippt werden müssen oder dass Rot markiert werden müssen, also rote Kommentare. Und da können Sie einfach nach Rot filtern und da sehen Sie alle rote Fragen, wo sie sind im Video. Oder Sie suchen nach einem bestimmten Begriff. Schreiben Sie einfach freihändig diesen Begriff ein. Oder Sie können auch nach einem bestimmten Benutzer suchen. Hier sehen die Schülerinnen und Schüler alle Teilnehmer, die einen Kommentar eingegeben haben, unten extra einen Balken in den Filterbereich, wo Sie einfach diesen auswählen können und alle diese Kommentare von dieser Person lesen können. Wie sieht es generell aus? Was sind die Potenziale von Smallpart? Und wo kann ich es einsetzen und welche Medienperspektive liefert mir das Ganze? Nun, Smallpart nutzt die vorhandenen Strukturen. Das heißt, wie eine LTE-Schnittstelle, zum Beispiel LED-Plattformen wie Moodle, OLAP und Ilias haben diese Schnittstelle, kann Smallpart mit diesen LED-Plattformen interagieren und wir können Kurse, die wir in Smallpart erstellt haben, importieren in unsere Moodle, OLAP, Ilias Lernplattform. Und die Schülerinnen und Schüler müssen gar nicht wissen, dass sie auf Smallpart agieren. Sie benutzen die Funktionalität von Smallpart, bleiben aber in ihrer Moodle oder Ilias oder OLAP Lernplattform. Wir können natürlich auch Schulaccounts direkt benutzen. Das heißt, sie müssen nicht doppelt und dreifach irgendwelche Login-Daten merken. Einmal ein Schulaccount und dann können Sie sich auch an dem System Smallpart anmelden. Wir sind datenschutzkonform, das heißt, wir können die Kurse öffentlich als auch nicht öffentlich machen. Das bedeutet ganz einfach, wer ein Passwort hat, kann den Kurs betreten. Wer es nicht hat, also ist er nicht berechtigt, also kann er es nicht betreten. Wir können generell anonym die Kurse nutzen. Wir können auch die Kommentare kontrollieren, wer wann wo welche Kommentare sieht, ob alle Kommentare sehen. Da haben wir die Hoheit darüber als Lehrkraft. Wir können auch verschiedene Videoquellen benutzen. Das heißt, wir können eigene Videos, die wir gedreht haben, die wir schon da haben, als Eigenproduktion hochladen. Wir können aber auch Videoplattformen wie YouTube oder Planet Schule verwenden, einfach die Videos verlinken in Smallpart. Oder anders mit anderen Streaming-Systemen, Video-Streaming-Systemen wie Panopto arbeiten. Das Video wird quasi bidirektional eingesetzt. Wir sind zwar asynchron unterwegs, das heißt zeitgetrennt und nicht gleichzeitig, aber wir können eine Interaktion reinbringen. Wir haben im Rückkanal und über Aufgaben, über Fragen, über Kommentare und Rückkommentierung und wir können immer stets punktuell sekundengenau im Video agieren und da Fragen stellen. Und das macht das Ganze direkt so, als ob wir live miteinander unterhalten, nur halt nicht in live. Dadurch fusionieren Medium und Tool zusammen und entsteht ein flexibles, interaktives und kollaboratives System, die, wie gesagt, Videos zeitgenaues Agieren ermöglicht.
Wie sieht diese flexible Medienfusion aus? Ich habe Ihnen einige Beispiele mitgebracht, um es ein bisschen genauer zu zeigen. Hier zum Beispiel, in diesem Beispiel haben wir eine Implementierung von Textmedien in Form von Kommentaren. Hier ist es zum Beispiel eine gegliedertere Anleitung. So eine Anleitung kann zum Beispiel von Lehrkräften oder auch von Schülerinnen und Schülern erstellt werden, indem man das Video anguckt und zu passenden Zeitpunkten einen Kommentar hinterlegt und damit das Ganze gliedert. Ein Vorteil, das ich hier habe, ist in Kombination zum Beispiel mit der Filterfunktion, dass ich durch die Kommentare durchfiltern kann und sobald ich auf einen Kommentar, in dem Beispiel zum Beispiel auf Schritt 2 Kommentar klicke, springt das ganze Video an der Stelle, wo Schritt 2 hinterlegt ist, also wo die Gliederpunkte sind oder der Gliederpunkt ist. Und wir ersparen uns damit zum Beispiel das lange Suchen in einem Medienfusion sieht aus, dass ich Overlay-Texte machen kann. Also die Texte, die erscheinen als Übertext über dem Video, sind zeitgesteuert und erscheinen, wie gesagt, im Videobild. Sie können nicht nur Texte reinsetzen, Sie können auch Bilder reinsetzen. Und das Schöne ist, Sie können alles wunderbar steuern, welche Farbe, wann, wo, wie das Ganze im Bild auftauchen soll. Und das mit zwei Klicks plus den Text eintippen. Wir können Videozeitpunkt genauso annotieren, das habe ich ja schon immer angesprochen. Aber wir haben auch den Vorteil, dass wir die Annotation exportieren können. Das heißt, die Ergebnisse sind im Analogen verfügbar. Sie müssen nicht immer Smallpot einloggen und benutzen. Sie können es einfach einmal exportieren und auch ausdrucken, abheften oder auch andersweitig benutzen. Ein Novum oder ein Alleinstellungsmerkmal von Smallpot ist, dass wir im Video markieren können. Sie können im Videozeitpunkt genau Markierungen treffen und nicht nur Sie als Videoersteller, sondern auch jeder Nutzer kann das machen. Und wenn ich zum Beispiel als Schüler eine Frage habe oder etwas in dem Video nicht verstehe oder nicht erkennen kann, kann ich es markieren und schreiben, ja, das kann ich nicht verstehen, da erscheint das als Kommentar, als Frage und daraufhin kann meine Schüler, meine Lehrerin oder mein Lehrer mir eine Antwort geben. Natürlich können wir Videos mit Tests und Aufgaben bereichern. Es gibt eine ganze Palette an Aufgabentypen, die eingesetzt werden können. Und bis auf die offenen Aufgabentypen sind andere autokorrigiert, so dass eine Entlastung für die Lehrkräfte anfällt. Und die Ergebnisse und die Bearbeitungsstände der Aufgaben werden im Sinne eines Reports individuell gespeichert und bleiben dauerhaft bestehen. Smallpot ausprobieren. Vorstellende Anwendungsbeispiele. Ich habe Ihnen zwei Anwendungsbeispiele mitgebracht, die jeweils in zwei Versionen umgesetzt worden sind. Beispiel Nummer 1 ist ein Experiment in Physik. Videoquelle ist Planet Schule. Der Lerninhalt ist didaktisch aufbereitet. Das heißt, es war fertig zum Einsatz für die Schule. Aufgabentyp ist ein Assessment-Typ Beobachtung gewesen. Umsetzung Smallpot geschah in zwei Versionen. Einmal im Sinne von Planet Schule, mit Single- und Multiple-Choice und einer offenen Ergebnisfrage. Und Version 2 ist eine Neuinterpretation der Aufgabe im Sinne von Smallpot und mit Smallpots Möglichkeiten. Also daraus haben wir interaktive Aufgabe mit Videomarkierung modelliert. Anwendungsbeispiel 2 ist ein Stop-Motion-Video. Videoquelle ist YouTube. Lerninhalt war nicht vorbereitet oder nicht aufbereitet. Aufgabentyp ist eher eine halboffene Prozess- bzw. Medienanalyse. Die Umsetzung im Smallpot folgte auch wieder in zwei Versionen. Einmal als Beispiel, wie ein kooperatives Feedback von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler zu selbst gedrehten Videos aussehen könnte. Und das andere ist, hier ist relevant zu wissen, im Video war ein Fehler drin und die Version 2 spiegelt das wider, indem wir sagen, vom Lehrkraft vorstrukturierte Fehleranalyse die Schülerinnen und Schüler durchführen müssen. Damit stellt ein Lehrkraft sicher, dass diese Fehler nicht übersehen wird. Wie genau diese Beispiele aussehen, werde ich in folgenden zwei Folien zeigen. Anwendungsbeispiel 1, Schatten auf der Wanderschaft, zeigen,
warum man Smartboard einsetzen sollte und wie man es einsetzen könnte. Wir haben das Beispiel von Planet Schule, das Video plus ein Aufgabenblatt. Wie gesagt, vorbereitetes Material, die kann man sofort verwenden. Nun, zwei getrennte Medien. Wie haben wir das Ganze in Smallboard eingesetzt? Wir haben die zwei Medien miteinander vereint. Es sind natürlich verschiedene Variationen möglich. Wir haben nur zwei mitgebracht. Wie haben wir es gemacht? Wir haben die in Aufgabenblatt einfach integriert und Videosite genau die Fragen gestellt. Das heißt, hier fällt das Suchen im Video weg. Schülerinnen und Schüler sind schneller unterwegs und können gezielter geführt werden. Und ein Vorteil für uns, die Antworten sind autokorrigiert, also können wir das Ganze, das Korrigieren uns ein bisschen ersparen. Wir können das Ganze auch als Prüfungsform einsetzen, als auch mehr machen, als interaktiver gestalten. So haben wir zum Beispiel die Frage gestellt, die Aufgabe gestellt, dass man die Fragen beantworten solle. Und in der Frage ist nicht nur, wie ist das Testobjekt und wie ist seine Höhe, sondern auch visuelle Bestätigung für uns. Markiere es bitte im Feld. Und ja, Sturm ist das Objekt, 106 Meter hoch und die Markierung im Bild. So wissen wir, okay, das Objekt wurde relativ erkannt, also relativ einfach oder generell erkannt. Das zweite Anwendungsbeispiel, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein Stop-Motion-Video. Dieses Video stammt von YouTube und hat einen inhaltlichen Fehler. Wir haben das ganze Video in zwei Versionen umgesetzt. So erlaubt es zum Beispiel Smallboard, dass man eben ein Video mit anderen Medien erweitert. Man kann natürlich auch verschiedene andere Variationen machen. Wir haben nur zwei Beispiele mitgebracht. Man kann ein Video mit Aufgabenblatt hinterlegen. Das ist zum Beispiel unser Anwendungsbeispiel 2. Die Fragen sind, je nachdem, wie schon gesagt, autokorrigiert. Es sei denn, es sind offene Fragen. Man kann natürlich auch solche Videos als Prüfungsform umsetzen. Nun gehe ich mal rüber zu unseren mitgebrachten Beispielen. Im Beispiel 2a haben wir eine Prozessanalyse. Da das Video einen inhaltlichen Fehler hat, gehen wir davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler, die sich gegenseitig feedbacken, diesen Fehler erkennen und auch diesen Fehler ansprechen. Bei der Anwendungsbeispiel 2, da haben wir, wie gesagt, eine Aufgabe integriert, wo der Lehrer oder die Lehrerin am Anfang das Video durchgeschaut hat und den Fehler identifiziert hat und in Form von einer Frage explizit auf diesen Fehler eingeht und damit sicher geht, dass dieser Fehler von Schülerinnen und Schülern nicht übersehen wird. Nun kommen wir zu der Sicht der Lehrenden. Wie sieht das Ganze aus? Wie leicht, ich werde Ihnen zeigen, wie leicht es ist, einen Kurs zu erstellen und alles, was ich Ihnen präsentiert habe, mit wenigen Klick zusammenzustellen und eine Lerneinheit zu erstellen. Als erstes muss man sich bei Smallboard einloggen. Hier habe ich die Adresse der Demo-Maschine mitgeliefert. Da bekommen Sie einen Zugang für 3 Monate. Und Ihre Daten können Sie nachher auch exportieren und wenn Sie es benutzen wollen, auch nachher in Ihre eigene Smallboard-Instanz importieren. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, kommen wir auf Smallboard. So sieht das aus. Hier oben ist ein X, manchmal ist es ein 3 Striche. Das öffnet und schließt die linke Menüleiste. Und wenn man die linke Leiste offen hat, sieht man die Kursverwaltung. Dann kann man auf Erstellen gehen oder beziehungsweise hinzufügen, da erstellen Sie einen Kurs. Sie können einen Kurs betreten, indem Sie auf die Lupe gehen oder Doppelklick auf den Namen machen. Oder auch den Kurs, den Sie editieren möchten, wenn es Ihre Kurs ist. Sie können keine anderen Kurse editieren, es sei denn, es gehört Ihnen. Wenn wir auf den Kurs-Editier-Button oder Hinzufügen-Button klicken, öffnet sich ein neues Fenster und wir sehen diese Oberfläche. In dieser Oberfläche können wir unseren Kurs administrieren.
Hier können wir zum Beispiel die Kursdaten angeben, das sind zum Beispiel der Kursname, unter dem unser Kurs erscheint, ein Kurspasswort, mit dem wir den Zugang kontrollieren, das heißt nur die, die ein Passwort haben können, den Kurs, diesen Kurs buchen. Wir können Videos einbinden über einen Link oder über einen direkten Datei-Upload. Zum Beispiel kann man einen YouTube-Video-Link aus der Adressleiste des Browsers kopieren, hier reinfügen, auf Video einbinden, klicken und dann erscheint das Video unten. Dann können wir hingehen und den Namen ändern und auch die Sichtbarkeit. Jedes Video, den wir neu uploaden oder einbinden, wird als allererstes in Entwurfform dargestellt. Das heißt, in Entwurf können nur wir, die Kurseigentümer oder die Kurseigentümerin, es sehen und die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer nicht. Ich muss es händisch auf Veröffentlicht klicken und ich kann auch einen Zeitpunkt angeben, wann bis wann diese Kurs- oder dieses Videoelement sichtbar ist. Diese Einstellung kann ich pro Video gestalten, es ist nicht nur fürs gesamte Kurs. So, ich kann auch ein Task oder ein Hinweis, also eine Aufgabe allgemein schreiben, das ist das, was oben rechts über den Kommentaren erscheint, immer. Wie gesagt, das ist videospezifisch, das heißt, pro Video muss ich es separat einstellen, immer. Wir haben die Kommentarkontrolle, da kann ich die Schreibrechte oder die Sichtbarkeit der Kommentare sehen. Wie genau das aussieht, habe ich in ein paar Folien weiter mitgebracht. Als auch die Testaufgabenparameter. Hier kann ich auch diverse Sachen einstellen und das habe ich Ihnen auch in kommenden Folien genaueres mitgebracht. Smallpart als Prüfungstool. Wir können die Testaufgaben konfigurieren. Das heißt, wir können zeigen, wo die Testaufgaben angezeigt werden, können als Kommentare angezeigt werden. Das haben Sie schon in den Bildern gesehen vorher, wo die Aufgaben waren. Wir können das Pop-up zeigen, das heißt ein bewegliches Fenster mitten auf unserem Bild, den wir hin und her schieben können, oder direkt über dem Video eingeblendet als Video. Wir können die maximale Dauer der Prüfung anzeigen. Hier sei zum Beispiel gesagt 90 Minuten. Man hat 90 Minuten Zeit, ein Video zu bearbeiten und darauf zu die Fragen zu beantworten zum Beispiel. Und wir können auch noch weitere Optionen hinzufügen. So sei zum Beispiel gesagt, dass wir erlauben, ob diese Test pausiert werden darf. Das heißt, wenn ich 90 Minuten habe und nach 40 Minuten als Schüler oder Schülerin auf Pause klicke, habe ich weiterhin noch 50 Minuten übrig. Also mein Restzeit bleibt übrig und ich kann nochmal reingehen und das Ganze bearbeiten. Man kann auch sagen, ja, du darfst das Video nicht vorspulen, du darfst auch nicht zurückspulen, du musst es linear arbeiten mit dem Video. Das ist auch eine Option, die Sie zum Beispiel wählen können. Nun, es gibt auch die Kommentarverwaltung, damit kann auch einiges erreicht werden. Wie sieht das Ganze aus? Wie Sie sehen, alle Kommentare anzeigen, alle sehen alles. Das sieht im General so aus, hier sind zum Beispiel drei Schülerinnen und der Lehrkraft zu sehen. In der Situation bin ich eingeloggt als Schülerin Nummer 1. Wenn ich jetzt sage, verberge die von anderen Lernenden, dann sehe ich die Lehrkraft und mich. Und da sehen Sie, die anderen Schülerinnen und Schüler sind rausgefahren. Ich sehe nur mich und die von meinem Lehrkraft. Die Option andere ist, dass der Lehrende nicht angezeigt wird. Also die Klasse kann sich selbst sehen. Da sehen Sie, dass nur die Kommentare der Schülerinnen sichtbar sind. Lehrkraft ist ausgeblendet. Und natürlich kann man auch sagen, Schüler sehen nur ihre eigene Kommentare. Also Schülerinnen und Schüler sehen nur ihre eigenen Kommentare. Das sieht dann so aus. Wie gesagt, ich bin als Schülerin Nummer 1 eingeloggt und darum sehe ich nur meinen eigenen Kommentar. Wenn ich mit Schülerin Nummer 7 eingeloggt wäre, dann würde ich gar nichts sehen, wenn ich nichts geschrieben hätte. So, welche Potenziale eröffnen sich mir dadurch, durch diese Kommentarverwaltung? Ja, Video- und Sichtbarkeitskontrolle Kommentare ergibt einfach unterschiedliche Anwendungsfälle.
Hier schließt es wieder zurück zu dem Unterrichtsverfahren nach Asches Leben. Da ein kleiner Link, da habe ich welche mitgebracht, ein paar Beispiele, zum Beispiel Gruppenarbeit zur Prozessanalyse. Alles für alle sichtbar. Das wäre ein Unterrichtsgespräch, zum Beispiel. Oder Self-Assessment. Man kann später den Kommentaren Dozierenden öffnen, sodass man ein Feedback gibt. Das wäre zum Beispiel ein Schülerreferat, Stilarbeit oder Rollenspiel, wo man nachher ein Feedback gibt. Oder Testat und Einzelarbeit. Oder Schülerinnen und Schüler sehen nur eigene Kommentare in dem Fall. Das ist auch möglich. Man kann auch Beobachtungsaufgaben erstellen. Beobachtungskommentare. Man hat eine Frage gestellt, einen Kommentar gestellt. Das sind halt, je nachdem, wie man es gestalten möchte, entweder einzeln, das heißt jede Arbeit in Einzelarbeit, oder als Gruppe. Man kann auch Hausaufgaben machen, das heißt Prozessanalyse, Identifikation von Fehlern. Da sehen Sie Ihre eigenen Kommentare, das heißt, Sie können nicht von anderen kopieren, Sie müssen selber das Ganze gestalten. Also einige Beispiele, die man mit dieser Kombination durch die Sichtbarkeitskontrolle der Kommentare erreichen kann. Wir haben nun einen Kurs angelegt, wir haben unsere Kommentar-Sichtbarkeiten erstellt. Wie geht's weiter? Ganz einfach, Sie können Ihren Kurs aufrufen und Sie sehen da Videobereich, den Annotationsbereich, Aufgabenbereich, Kommentarbereich. Das ist alles das, was auch Schüler sehen. Das kennen wir schon. Hier sind aber ein paar neue Elemente dazu gekommen. Das sind, wäre zum Beispiel die Teilnehmer. Ich kann sehen, wie viele Teilnehmer haben an diesem Video schon partizipiert. Ich habe in diesem Kurs 6 Teilnehmer gehabt und 3 davon haben schon agiert. Ich kann sehen, welche Teilnehmer nicht mitgemacht haben, um sie zu animieren, weiterzumachen. Also 3 haben nicht mitgemacht. Und ich sehe sofort deren Namen. Ein kleiner Unterschied zwischen Schülersicht und Lehrersicht oder Lehrendensicht und Lernendensicht ist, dass bei Lernenden nicht die vollen Namen da angezeigt werden. Aber für Lehrende der volle Name, der Vorname und Nachname angezeigt wird, so dass man genau weiß, welche Schülerinnen und Schüler was gemacht haben. Wir können zum Beispiel auch hier direkt links über dem Video an dem Zeitpunkt, wo wir gerade im Video sind, einfach einen Text hinzufügen. Einfach auf den Button geklickt und da ist das Ganze erscheint. Wir schreiben direkt im Video dort, wo wir wollen, den Text. Passen das farblich an, das ist ein normaler Editor, also in Word. Größe anpassen, Bild einfügen, speichern und der Text erscheint. Wir können auch Fragen hinzufügen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir sind, können wir einfach Fragen hinzufügen. Wie gesagt, ich habe jetzt als Beispiel den Typ Textfrage, also eine offene Frage. Sie können hier verschiedene Startzeitpunkte angeben. Also in dem Falle habe ich bei Videosekunde 0 auf Textfrage hinzufügen geklickt. Darum sehen Sie Startzeitpunkt 0. Und Sie können auch Multiple-Choice, Single-Choice-Fragen auswählen. Dann haben wir hier oben die Kursbearbeitung, Fragenbearbeitung, Bewertung, den Anzeigen. Bei Kursbearbeitung ist es relativ einfach, da muss man nicht wieder über die linke Menüleiste gehen, sondern sobald man da draufklickt, kommt man in diesen Lehrerbereich, wo man den Kurs bearbeiten kann, neue Videos einpflegen und vielleicht eventuell die Aufgabe oder den Task ändern. Oder Videos veröffentlichen, wieder nicht veröffentlichen. Das, was Sie machen wollen, kommen Sie sofort dahin. Wir haben dann Fragen bearbeiten. Sie haben eine Palette an Fragen erstellt und Ihnen fällt ein, oh, eine Frage war fehlerhaft, da muss ich was korrigieren. Da mussten Sie nicht im ganzen Video suchen. Da haben Sie gesamte Liste an Fragen. In dem Falle waren das, glaube ich, 8 Fragen, die wir gestellt haben. Und da können Sie sich einfach sehen, welche Startzeitpunkt die Frage hat, wie lange der Frage quasi angezeigt wird. Und da können Sie komplett einzelne Fragen auswählen, Doppelklick drauf und die Frage neu gestalten. Und Bewertungen anzeigen sieht so aus, ich sehe, wie viele Teilnehmer aus meinem Kurs schon angefangen haben, die Fragen zu beantworten. Da sehen Sie, dass die untere Hälfte schon gar nicht angefangen hat,
zu beantworten, aber die obere Hälfte, haben sie angefangen mit Beginnen, wann sie gestartet haben, das Ding zu beantworten und wann haben sie es beendet, wie viele Fragen wurden beantwortet und relevant für mich ist, wie viel Prozent sind korrigiert. Da wir hier vier Textaufgaben drin hatten, ist es so, dass nie 100% steht, sondern 66,7. Ich muss die Fragen halt noch korrigieren, die offene Fragen. Und dann auch die Punkte sehe ich da, wie viele Punkte hat man bekommen und kann das Ganze dann gestalten. Einfach Doppelklick auf den Schülerin oder Schüler. In dem Fall ist es sogar meine Testaufgabe gewesen. Und da öffnet sich die Frage. Und da können Sie einzelne Fragen wieder mit Doppelklick aufmachen und korrigieren. Aber Sie sehen schon, bis auf die letzte Frage sind alle anderen schon korrigiert worden. Langsam ist das Ende des Vortrages absehbar. Hier bleibt eine kurze Info für den Fall, dass Sie selbstgesteuert SmartBot näher kennenlernen möchten und es halt einsetzen wollen, um mal im Schulunterricht oder in Ihrer Lehre das Ganze zu verwenden, einzusetzen. Wir haben hierbei eine Demo-Instanz für Sie bereitgestellt. Sie haben zwei Möglichkeiten, auf diesen Demos dann zuzugreifen. Einmal über ein allgemeines Testkonto und einmal, wenn Sie selber registriert sind. Sie können sich kostenfrei für 3 Monate registrieren und das Ganze mit Ihrem eigenen Pseudonym benutzen, testen. Sie können aber nicht einen Kurs anlegen. Sie können nur mit diesen zwei Varianten erstmal nur die lernenden Variante einsehen, das heißt Kurse besuchen. So können auch zum Beispiel Ihre Schülerinnen und Schüler sich im System registrieren und ihre Kurse besuchen. Um einen Kurs anzulegen, müssen wir Ihnen die Rolle der Lehrkraft zusprechen und dafür bitten wir Sie, eine E-Mail an uns zu schreiben mit dem folgenden Text. Falls Sie sich schon registriert haben, dann können Sie uns auch Ihre Namen oder E-Mail-Adresse geben. Dann können Sie hochstufen, das erspart uns das Anlegen Ihrer Daten. Ansonsten werden wir einen Account für Sie erstellen und Sie erhalten eine E-Mail von uns, wo Sie dann sich als Lehrkraft für 3 Monate kostenfrei das System benutzen können. Was dann übrig bleibt, ist einfach Kurs erstellen, benutzen und freigeben, also beziehungsweise Benutzung freigeben. Sie haben hier zwei Möglichkeiten. Sie können gerne über LTI den Kurs in Ihre Schullernplattform einbinden, sodass Ihre Schülerinnen und Schüler nur in Ihrer Lernplattform unterwegs sind. Oder wenn Sie keine Lernplattform haben, geht es natürlich auch direkt in den Demo-Instanz. Da können Ihre Schülerinnen und Schüler sich gerne kostenfrei, wie in Punkt 1 beschrieben, registrieren und einfach Ihren Kurs besuchen. Wir sind am Ende des Vortrags angekommen. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken und hoffe, dass ich SmallBot Ihnen näher gebracht habe. Und wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich natürlich zur Verfügung. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an arach.tulu@bio.uni-kl.de an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch.